Und auch diese Hütte ist bald zu klein. Mit diesen Worten starte ich, ja, Part 11 von Let's Play YouTubers Live. Ja, wir haben doch um einiges mehr Geld jetzt gemacht, als ich bisher gedacht habe, weil 2200 im Monat heißt, wir können doch ernsthaft in die Luxuswohnung ziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell klappt. Auf die Freude gönne ich mir jetzt erstmal einen Hamburger. Und er will mit mir gerade kein Video aufnehmen. Schade, ich wollte eigentlich jetzt mal mit ihm eine Dualaufnahme machen. Er möchte es nicht. Mal schauen, was nehmen wir denn? Peaceful Mall. Ja, machen wir noch ein paar Battlefail. Weil Aufträge haben wir zurzeit nicht. Und Battlefail kommt ja momentan ganz gut an, so wie das andere Projekt auch. Natürlich an unseren Super-PC, Renderpunkte 27, also da müssen wir doch... Vielleicht sollten wir den doch mal wieder eine Runde aufrüsten, müssen wir mal schauen. Aber das kommt dann, wenn erst... Hat der überhaupt was? Egal. Man sieht ihn die ganze Zeit im Hintergrund tanzen. Dancing is in heaven. Auf den Hampelmann im Hintergrund einen sinnlosen Kommentar. Danke, du versaust mir auch nur die Punkte. Episches Spiel. Wir sind mal professionell. Naja. Zusammenfassung des Spiels. Ich bin auch schon mal gespannt, Ich habe ja momentan drei Projekte parallel am Laufen. Ich bin ernsthaft gespannt, welches am ersten beendet wird. Ich tippe mal auf das hier und... Oh Gott, mein PC macht schon wieder die Hucke. Oh Gott, die Kiste macht mir aber echt nur Sorgen. Da ist ja der PC von Alonso oben ja um einiges angenehmer. Auch der Philosoph bringt nichts, dann machen wir halt Musik, Outro und Feierabend. Oh Gott, ey, warum muss ich mich immer um euch kümmern? Ladet doch einen mal ein. Ihr kommt auch immer nur dahin, wo es was zu holen gibt. So, wir müssen definitiv hier was machen. Soundtechnisch was machen. Und mehr können wir auch nicht. Wie gesagt, Battlefield-Interesse ist ja noch alles vorhanden. Klar, ich kaufe wieder, weil damit wieder voll fit und... Mach ein Video, Kollege! Du bist unkreativ! Du musst Geld verdienen! Und vielleicht sollten wir mal deinen PC doch ein bisschen aufrüsten. Ich gehe mal nach oben. Dein PC hat doch mal ein bisschen Aufrüstung verdient. Ich gebe dir mal eine Tastatur. Gerade nicht. Ich gebe dir mal eine Gamer-Tastatur, einen besseren Bildschirm, eine bessere Maus. Und eine Kamera. Hast auch mal was verdient, Kollege. Und wir legen uns dann erstmal pennen. Und währenddessen müsste dein neues Equipment auch ankommen. Dann kannst du viel bessere Sachen machen. Siehst du, da kommt auch schon dein Equipment, deine Tastatur. Dein Bildschirm. Deine Kamera. So, ich würde ehrlich sagen, ich kann noch eine Sache machen. Dann sind wir auch schon, ja, so gut wie fertig in dieser Wohnung. Solange Battlefield noch so gut ankommt, brauche ich ja kein Review machen. Da hauen wir heiter die Parts raus. Man sieht ja auch wieder über 5k Abonnenten, ordentlich Zuschauer. Ist immer mal lustig am Anfang. Oh, der Sound ist auch nicht mehr das Beste, ja.
Wir werden in meinen PC auch demnächst wieder was investieren. Oh, jetzt sind wir schon bei 10. Ach du Güte, wir können ja immer mehr aussuchen. Ja, mit Sound hatten wir ja leider hier nichts. Mal kurz ein paar Glühbirnen sparen, sonst kommen wir gar nicht bis zum Ende. Sprich, ich bin mal einer Runde auf geizig bis zum Ende. Oh Gott, der Part wird nicht gut, aber über 10k gucken Battlefield an. Alter Schwede. Wir haben ein Easter Egg gefunden, sind sinnlos. Ja, sinnloses Easter Egg. Wir geben mal einen Ratschlag. Und machen einen Übergang ins Schwarze. Ja, wir haben es geschafft. Das heißt, wir ziehen gleich um. Aber vorher gucken wir noch kurz, was der Azubi für eine Bewertung hat. Boah, er legt sich schon ins Zeug. Aber die Hauptkohle liefert trotzdem noch ich ins Haus. Aber wie gesagt, wir ziehen um. Luxus Apartment, willkommen, High Society. Wow. In diesem Zuhause habe ich eines der größten Ziele jedes YouTubers erreicht. Ich wurde Teil eines Netzwerkes, aber nicht nur Teil irgendeines Netzwerkes, sondern Teil des besten Netzwerkes. Natürlich musste ich ein paar Voraussetzungen erfüllen und beitreten zu dürfen. 1 Million Abonnenten. Das bin ich ja jetzt mal. Teil eines Netzwerks heißt mehr Geld von Views, mehr Aufträge oder Hilfe mit den Mitteilungen auf dem Kanal. Ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen Netzwerken, jedes hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Nach meiner Meinung war es wichtig, das Beste zu finden. Trete dem Whitebands Netzwerk bei. Hauptvoraussetzung ist 1 Million Abonnenten. Aber solange das nicht ist, können wir ja noch einem anderen Netzwerk beitreten. Der Division. Monatliche Ziele. 1000 Abonnenten und 40k Zuschauer. 2000 Abonnenten Minimum. Wir treten bei. So, ich gehe mal davon aus, unsere ganzen PCs sind jetzt alle oben. Oh, ist die... Sieht schon recht interessant aus. Achso, das ist der dritte Arbeitsplatz. Das ist der vom Azubi? Würden Sie sich unterhalten? Warum mal nicht? Ich will mal kurz schauen. 1200 Dollar brauchen wir jetzt jeden Monat. Ich will mal nach oben gehen. Ich gehe mal davon aus, oben ist der Chef zu Hause. Oh ja, das ist doch mal Chefwohnung. Hier oben hat der Chef seine eigenen 4 Räumlichkeiten. Mhm. Auf die Freude erstmal ein Hotdog und pennen gehen. Und du sei kreativ. Du spielst eine Runde... Ach komm, weil du es kannst. Maniac Hippo. Aber an deinem Platz. Wir haben ihn extra verbessert. Wir sind wieder kreativ und bereit, dass die Kassen ordentlich klingeln. Halleluja. Oh, Battlefield hat immer noch ordentlich was zu sehen, also machen wir damit schön weiter. Und dann werde ich mal schauen, dass ich meinen schönen PC auch mal wieder raufrüste, weil
Der Kollege will ja noch kein Together spielen. Wobei ich dazu sagen muss, Together machen Spaß. Also, ich habe ja wie gesagt mit dem Nintendo momentan Let's Stream Together Pokémon Revolution Online. Es macht Spaß. 30 Parts müssten jetzt schon bei YouTube sein. Ich glaube 20 haben wir schon aufgenommen. Also wir nehmen das in einem riesen Ding immer auf, weil wir kriegen uns da einfach nicht gebremst. Es macht auch einfach Spaß und ich muss ehrlich sein, immer nur eine One-Man-Show zu machen, irgendwo hört die Kreativität auf. Das ist doch das Schönste. Man sollte auch mal was zusammen machen. Weil vor allem solche Gemeinschaftssachen zeigen auch, hey, der macht mit dem zusammen, den kenne ich auch. Das ist geil. Und ich mache das ja nicht mal, um sozusagen neue Leute ranzubekommen, sondern einfach, ich mag die Leute, es macht mir Spaß. Und dementsprechend gehe ich an die Sache immer ran. Das ist immer das Schönste. Man muss motiviert sein für solche Aktionen. Und sie sind einfach nur lustig, spaßig. Und vor allem, wer will das nicht? Oh, neuer Rekord in der Videoqualität, vor allem in Battlefield, sehr schön. So, hochladen. Wo ist mein Azubi? Hey Drago, ich bin dein ehemaliger Mitbewohner. Es freut mich, dass du so erfolgreich bist. Die Präsentation eines brandneuen Handys steht bald an und ich habe gehört, dass den Pan... Wann kommt's? Oh, Apple O-Phone! Nach BlackBerry jetzt Apple! Und wir haben Level 20 erreicht. Auszüge eines anderen YouTube-Videos einfügen. Und danke. Auszüge eines anderen YouTube-Videos. Ey, das ist schon ein bisschen dreist. So, zeig mir mal die Ergebnisse, Azubi. Wow, okay. Könnte aber besser sein. Weiter hochladen. So, wir wollen mal unsere eigene Kiste ein bisschen aufmotzen. Fangen wir mal an mit Schnittprogramm. Final Premiere Ultra. Also so ein bisschen was wollen wir ausgeben. Nehmen wir mal die Kopfhörer. Ein besseres Mikrofon. Eine bessere Webcam. $800. Ein neues Equipment dürfte wohl etwa reichen erstmal. Kassiert erstmal noch ein paar EP ab für erreichte Ziele. Und da kommt auch schon unser ganzes Equipment. Ja, eigentlich wollte ich eher Essen wählen, aber stimmt schon. Ein bisschen Verpflegung kaufen brauchen wir auch. Hey, wir sind das Team Royal Cyber Police. Dann kommt das mal im mächtigen Virus infiziert und wird in weniger als eine Minute formatiert. Nö, ich bezahle es nicht. Gut gemacht, deine Fans sind stolz auf dich. Auf den Erfolg erstmal eine Limo und jede Nacht. Und nebenbei, komm heran, ganzes Equipment. Vor allem, jetzt haben wir schon 50 Glühbirnen. Klappt das jetzt? Yeah! Let's play together! Trab an, Azubi! Wir machen ein Together! Und da sitzt er mit dran! Wir machen erstmal das Intro mit Logo. So schön, wir mit Alonso. Ich hoffe mal, es kommt richtig gut an, weil das wäre ein schöner Abschluss für diesen Part. Nein, einen Jan-Cut machen wir nicht mit rein. Wir haben zwar ein bisschen Schutz durch unser aktuelles Netzwerk, was wir haben, aber
Man sollte es ja auch nicht ausreizen. Aber wie gesagt, ich kann nur wegen von vorhin wiederholen. Togethers machen Spaß. Und wenn ich Leute sehe, die wirklich immer nur alles alleine machen. Nee, also solche Leute habe ich früher geschaut, aber heute nicht mehr, weil... Ich möchte einfach sehen hier... Die Abonnenten sind besorgt. Nee, Party haben wir gerade keine Zeit. Ackern für alle ist gerade angesagt auf dem Programm. Denn wie hat man immer gesagt, ohne Muss, nix los und mein Rechner qualmt wieder ab. What? Oh, Battlefield Dual! Hardcore-Rekord! Ach du Scheiß, Interesse 111! Die sind ja alle so begeistert davon! Müssen wir die Karte derzeit nehmen? Wow. Vor allem mit den beiden Videos von mir und ihm wieder $500? Wo jetzt auch durch das Netzwerk. Wir würden uns im Namen von Nintendo freuen, wenn du zu unserem neuen Spiel ein exklusives Review-Video machen würdest. Irish Stapler 3D. Von mir aus. Wir machen erstmal ein schönes Unboxing. 2K-Auflösung, okay. Ei, das Duel kommt saugut an. Aber wie gesagt, liebe Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Wenn es dann heißt, ja, wir gehen die Netzwerkleiter weiter nach oben. Ziel 1 Million gegen Willen. In diesem Sinne, bis dann und ciao.